Hallo, hier ist euer RoboBox28 zu einem kurz angespielt Crysis 1. Ich habe dieses Spiel, weil ich Crysis 3 vorbestellt habe, habe ich kostenlos einen Download-Code gekriegt. Das ist nur exklusiv bei World of Games als Vorbesteller. Link in der Beschreibung zur Bestellung von Crysis 3. Aber ich glaube, man kriegt jetzt den Download-Code nicht mehr. Wenn man es nach der Veröffentlichung des Spiels, dieses Spiels holt. Aber das Spiel bis jetzt noch nicht gespielt. Neues Spiel natürlich. Wir nehmen den normalen Modus. Und der schöne, gechillte Ladebildschirm. Morgen habe ich auch Crysis 3 im Briefkasten. Ich hoffe es wenigstens. Und dann will ich das Let's Playen. Oder ich probier's, wenigstens. Kontakt, Hinweis, Pakete, Soldaten, die im Nachkauf. Na. Oh, Speichersymbol, Speichersymbol. Oh. Kann man das überspringen? Nee, kann man nicht. Na. Kontrolle. Das Video geht eine halbe Stunde etwa. Hallo. Kann man da nicht überspringen? 7 Tage später. August 2020. No. Zentrale hier, Sky Chief. Sind auf Sky Chief. Kurs Ost. Und Radar ist gestört. Negativ, Sky Chief. Kein Unwetter in der Nähe und klarer Himmel. Over. Klarer Pimmel. Himmel. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. In 3 Minuten kommen wir an, Sir, okay? Hey Nomad. Hey Nomad. Na. Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Was haben die dort Sie in dem Päcklein zu fressen oder was? Die Koreaner dürfen nicht merken, die Koreaner. Dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Okay. Der Kontakt zu Dr. Rosenthal ist abgebrochen, als Nordkorea zu die Dr. Insel angeregelt hat. Profenfrail? Oder was das er gesagt hat? Das war vor einer Woche. Vor 2 Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Bereit machen zum Absprung. Masken auf. Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Nö, ich bin nicht vorsichtig. 3, 2, 1. Headshot. Los. Hoffe, dass das nicht zu laut ist. Wir sehen uns dann unten. Dann sieht ihr fast nichts. Dann, denn, denn, denn. Den, 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 die, 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 Der Schirm ist weg! Ich habe keinen Reserveschirm mehr! Ah, ja. Setzen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Bin ich jetzt tot? Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herz ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Fahren Sie zum Strand. Bin unterwegs.
Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken sie alle? Komm! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin muss. Ist ja nur kurz angespielt, so 20 Minuten. Bitte kommen. Eine Schildkröte! Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen des Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Nein. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche... Ja! Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Immer noch kein Zeichen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Aztecs Position vor. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Tarnfeld aktiviert. Schildkröte, ich will dich noch einmal nehmen. So, wir müssen dorthin. Dort. Einfach diesen Fluss lang. Wir nehmen natürlich die nette Schildkröte mit. Hallo! Mann, ich will die mitnehmen. So, die das funktioniert. Mann! Will die Schildkröte mit. Die Schildkröte mitnehmen. Tarnfeld aktiviert. Hallo. Na, nicht. Wir sind hier in der Formel 1. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Rasse in der Nacht laufen. Da kommen sicher irgendwo Pädobären. Na, was ist denn da? Und von ist ja jemand. Wir singen das Lagerfeuerlied. Aber wir haben jetzt schon die halbe Strecke. Aber wenn das stimmt, dass die CryEngine 3 benutzt wird in diesem Spiel. Das heißt, in Crysis 3 ist das. Energie kritisch. Da ist ja niemand für Nahkampf. Wir brauchen nichts mehr. Oh. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So. Maximale Panzerung. So, wo müssen wir hinspringen? Ah, da. Aufpassen, Nomad. Feindkontakt auf 12 Uhr.
Weiß ja gar niemand. Ah. Maximale Panzerung. Man verpisst. Tarnfeld aktiviert. So, der ist weg, der kleine Noob. Ja, schall dem vom Benutzen steht auch nirgends. Wie das funktioniert. Na, ne, schon kit. Ah. Einzelschuss geht ja auch ab. Prophet, hier ist Deck. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Nö, hör dich nicht. Aus? Ich hatte auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Aztec, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Ah, ein Vogel war das. Energie kritisch. Oh. Nomad! Tarnfeld aktiviert. Ist das feindlich oder verbündet? Komm schon, wir müssen zuerst. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille, 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment. Da ist etwas, ja, eine Schießerei ist da. Adresse Altissima! Aztec, Lagebericht! Jetzt! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Prophet, hilf mir! Nomad, Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Bleib lieber im Panzermodus, Nomad. Du weißt nie, wann du maximale Panzerung. Verdammt! Was ist das? Wir sollen im Panzermodus bleiben. Wen? Wir rennen. Energie kritisch. No! Skriptfrequenz. Na, no, eine tote Leiche. Eine tote Leiche. Mann. Was zum Teufel war denn hier los? Zum Teufel. Sorry. Aber was raus muss, muss raus. Hörst du das? Nö. Hör nur Grillengezwitscher und alles mögliche Dünnschiss. Na. No. Ein Baum. Vögel. Affen. Mir gefällt das nicht. Roberts. Jetzt wird er sicher erschossen. Na! Er ist tot, Boss. Wie der da dran geschafft hat. Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht.
Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Jo. Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Ja, so kann man es auch machen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Da hat's Blut, aber sonst hat's hier nichts mehr zu mitnehmen, oder? Ey, warum bist du noch hier? Vor. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise, bitte. Aber kein Schalldämpf. So. Wie kann man seine Waffe tunen? Das ist hier immer eine große Frage. Auf Start echt? Nö. Niemand sagt mir, wie das funktioniert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Wir spielen so lange, bis die erste Mission hier zu Ende ist. Nomad, ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Okay. Roger, Prophet, bin unterwegs. Ich glaube, dieses Spiel wurde schon programmiert, als es noch nicht mal HDTV gab. Ja. Der 5-Polygonen-Baum gibt es hier auch noch. Der ist noch nicht ganz ausgestorben, dazu mal. Na, Busch! Und ich danke noch herzlich World of Games, dass sie mir Crysis 1 als Download-Version noch dazu gaben. Freiheit! Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Aha. Na, Munition ist dort. Da ist der Störsender. Und da ist das schöne Gebirge. Wo wir dann Ferien machen. Also zuerst holen wir uns die Munition hier und dann gehen wir hier,
Stören, zerstören. Kann man die nicht irgendwie machen? Maximale Panzerung. So, wir gehen uns jetzt zuerst Munition holen. Zuerst machen wir noch einen schönen Spaziergang, wie sich's gehört. Vögel! Oh, Frühstück! Da drin ist irgendwo Munition. Tarnfeld aktiviert. Ich sehe was. Energie kritisch. Hab doch gar nichts getan. Schnappt euch den Kerl! Scheiße, die haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Maximale Panzerung. Nomad, wir sind blind, bis sie den Sender finden. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Hab doch euch gar nichts getan. Na! So, und wie zerstört. Ah! Gute Arbeit. So einfach geht das. Wie ein Formel 1 Wagen? Nee. Gehen wir halt. Tja, und am anderen Seite des ersten Bild. Na, na, na. Energie kritisch. Okay. Ein Motor. Ich kann einfach nie ruhig sein.
Nein, nein. Kannst mir am Arsch lecken. Verpiss mich. Achtung, wir haben das Notsignal. Wir sind ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Psycho und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Klar, Prophet. Ja, die werden mich eh nie finden. Lass doch mich mal in Ruhe. Wo seid ihr? So, ich fahr mal weiter. La 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 la. World Kill! Wir sind hier auf einen Kontrollpunkt der KVA gestoßen. Da kommt sie nur mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Besorgen Sie sich ein paar Granaten. Sie nähern sich jetzt einigen KVA-Stellungen. Räuchern Sie sie mit Granaten aus. Ja! Worum geht's denn, Prophet? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Bitte für ein schnelles Ende, Amerikaner!
So. Du brauchst Feuerschutz, du scheiß Kackbuhn. So. So. So, da wollen wir es auch noch sterben. So, und ja, das war Europa-Box 28 mit der kurz angespielt Crysis 1 und mit dem sage ich euch bye bye und noch viel Spaß beim Zocken.